Schönen guten Transmittag, ihr Enzlinge und alle, die sich als Fahrradpedal oder Antimaterie identifizieren. Wir feiern heute den besten öffentlichen Rundfunk aller Zeiten. Er erklärt uns, dass alles, was nicht links ist, automatisch rechts ist. Wir erfahren von unseren Gebührengeldern sinnvolle Sachen, wie Erklärungen über homosexuellen Sex auf Chemodrogen. Erklärungen über den Weg der Geschlechtswandlung eines Trans-Ens bei der Kindersendung der Maus. Viele andere schöne Dinge. Wann kommt eigentlich endlich Sado Samson oder Trans-TV bei der Sesamstraße? Wie Nazi, dass es da nur zwei Geschlechter und null Sex gibt. Zumindest Onaniesucht Oscar aus der Biotonne sollte eingeführt werden. Im öffentlichen Rundfunk kommen noch viele andere spannende Geschichten, die natürlich alle von Regierungsportalen wie Korrektiv gefakecheckt werden. Wo kommen wir denn dahin, wenn die Regierung ihre Propaganda nicht fake-checkt? Da könnte es ja sonst die Wahrheit bei den nachgerichteten Informationen geben. Ich meine den Nachrichten. Das wäre leider rechtsradikal, klimastrapazierend und total transfeindlich. Unser Rundfunk ist so transparent, dass eine Patricia Schlesinger nur die Fieberfantasie eines Nazi-Hirnes ist. Korruption, Intransparenz, tendenziöse Berichterstattung und Indoktrinierung sind doch der perfekte Mix für eine parteilose, realitätsnahe Berichterstattung. Deswegen sind Umfragen im Fernsehen mit Parteimitgliedern auch nicht als solche gekennzeichnet, sondern die SPD- und Grünen-Mitglieder werden als normale Bürger verkauft. Ja, so schafft man Vertrauen, ihr Journalist, etwas, In der Summe sind dann völlig überzogene Gehälter, wie das von Jan Böhmermann oder jenes von Kai Gnifke, dem Chef des öffentlichen Rundfunks, doch voll berechtigt. Schließlich mögen beide die AfD nicht und wollen sie bekämpfen. Aber wer erwartet schon politische Neutralität bei einem Regierungssender? Auch dass Herr Gnifke nur Gesinnungstreue in den wichtigen Sendungen installiert, prädestiniert ihn für seinen Job. Für all das bekommen wir kein Geld, sondern bezahlen dafür auch noch. Zwar muss man nicht mal in Nordkorea für die Propaganda selbst bezahlen, aber hey, es ist doch für die Menschlichkeit, Klimaschutz und einfach das Gute. Weil im öffentlichen Rundfunk nur das Gute zählt, dürfen Enzlinge wie Sarah Bosetti, Sarah Frühauf, Jan Böhmermann und viele andere alle beschimpfen, die die einzige richtige Welt sich nicht teilen. Wahlweise pauschal als Nazis, Blinddärme, Putin-Versteher, Dummköpfe, Volksschädlinge oder Tyrannen. Wie schön, dass da aus Diversitätsgründen die ein oder andere Nazi-Terminologie verwendet werden darf. Natürlich nur gegenüber AfD-Sympathisanten, Einwanderungsgegnern, Heterosexuellen, Klimaleugnern, Putin-Verstehern, Querdenkern oder rationalen Menschen. Logik ist nämlich total rechts, Kausalität rechtsextrem und wer solches Gedankengut teilt, muss wie ein Blinddarm aus der Gesellschaft entfernt werden, nicht wahr, Frau Bosetti? Unser öffentlicher Rundfunk ist so klasse, dass er gern mal Leute ins Gefängnis schickt, die nicht für ihn zahlen wollen. Musste man im NS-Regime eigentlich ein Abonnement für den Stürmer machen? Dieser Rundfunk ist so super, dass die Wetterkarte viel intensivere Farben als früher hat. Wo früher 32 Grad auf der Karte rot waren, sind es heute 25 Grad. Das ist aber gut so, sonst verstehen wir ja nicht, wie wichtig es ist, dass wir alle eine CO2-Steuer bezahlen müssen, die kontinuierlich steigen wird. Weil wenn das Klima gerettet werden soll, muss ja dringend die Mittelschicht kaputt gemacht werden. Sie ist die Keimzelle heterosexueller weißer Nazis und einfach klimafeindlich. Dieser Rundfunk ist so prima, weil im Tatort immer der Täter ein weißer Deutscher und das Opfer fast immer ein Migrant ist. Das spiegelt doch die Wirklichkeit exakt wider. Jede Woche steht in den Zeitungen, dass arme Westasiaten auf unseren Straßen abgestochen, sexuell bereichert und diskriminiert werden. Von Deutschen, die Free Germany schreien. Seit Günther, der Jungenname Nummer 1 ist, strotzen Berlins Straßen ja von kriminellen Banden deutscher MännerInnen, die alle terrorisieren. Verschleierten WestasiatInnen wird geraten, eine Armlänge Abstand zu jedem Günther zu halten. Und weil dieser öffentliche Rundfunk so fantastisch gut ist, muss man zahlen oder in den Knast. Das ist völlig demokratisch. Zum Beispiel in Russland muss man keine Gebühren für das Staatsfernsehen bezahlen. Wir wissen ja aber vom Mann im Fernsehen, dass Russland keine Demokratie ist. Deswegen muss man dort für Propaganda nichts bezahlen.
So, ihr Hypnotisierten, ich wünsche euch weiter viel Spaß in der Buntmensch-Show. Bis bald, ihr Enzlinge. Tschüss. I can see inside you the sickness is rising. It seems that all that was good has died. Oh no, the world is a scary place. Now that you've woken up the demon in me. Bobby, will you give it to me? Two, three, four. Get up, come on, get down with the sickness. You mother, get up, come on, get down with the sickness. You fucker, get up, come on, get down with the sickness. Open up your hate and let it flow into me. Why can't you just fuck up and die? Get down with the sickness. Fuck you, I don't need this shit. I'm down with the sickness. You stupid, sadistic, abusive fucking organ. Down with the sickness. Here it comes. Get ready to die. Get ready to die.